Weit unter Tarif bezahlt. Mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Yannick Martens, kein unbekannter Name im Hamburger Amateurfußball. Denn seine erste Station war der FC St. Pauli, seine zweite wird ab der neuen Saison der SC Condor sein. Yannick, wie kam es zu dem Wechsel zur neuen Saison zu den Raubvögeln? Also in der letzten Wintervorbereitung habe ich mit meinem Ex-Club, dem SV Henschied Ulzburg, ein Testspiel gehabt beim SC Condor. Ich persönlich konnte da nicht spielen, weil ich verletzt war, aber da ist der Kontakt zu Christian Wolke entstanden, der dann auch mitbekommen hat, dass ich im letzten Jahr nach Hamburg gezogen bin. Ja, und kurz darauf habe ich dann einen Anruf bekommen von ihm, ob wir uns nicht mal treffen wollen zum Essen und ein bisschen über Fußball reden wollen, und das haben wir dann getan. Schnelligkeit und Torgefahr, das sind die Attribute, die dein Spiel auszeichnen. Auf was für einen Yannick Martens dürfen sich die Fans vom SC Condor zur neuen Saison freuen? Erst einmal auf einen hochmotivierten und sehr ehrgeizigen. Ich habe richtig Bock, wieder in der Oberliga Hamburg Fußball zu spielen. Ich habe die letzten 3 Wochen schon beim SC Condor mittrainiert und habe da schon gemerkt, was da für ein Geist in der Truppe steckt. Und die Leute sind geil drauf, es wird ein richtig guter Fußball gespielt und ich freue mich, da schon richtig im Sturm angreifen zu können. Von daher kann ich es kaum erwarten, dass der Trainingsstart kommt. Welche Faktoren waren für dich ausschlaggebend, warum du in der neuen Saison für den SC Condor auf Torejagd gehen wirst? Und welche Rolle hat da eventuell auch der Trainer Christian Wolke gespielt? Ja, der hat auf jeden Fall einen großen Faktor gespielt. Wie ich schon erwähnt habe, wir hatten dann ja ein Gespräch und ich muss sagen, das war wirklich top. Also man hat sich sofort sehr gut verstanden, war sehr sympathisch, aber auch den Fußball-Sachverstand und das, was er so vom Fußball denkt. Das stimmt mit meiner Ansicht überein. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine geile Saison wird. Nun ist es so, dass du nicht irgendeinen Verein für den SC Condor im Sommer verlassen hast, sondern deinen Heimatverein, den SV Henschied Ulzburg, wo dich dein Vater selber auch trainiert hat. Im Endeffekt gab es ein unschönes Ende. Was genau ist da vorgefallen? Wie hast du den Verein verlassen? Mit welchen Gefühlen? Ja, ich habe den Verein mit sehr, sehr schlechten Gefühlen verlassen. Ich bedauere das Ganze, wie es gelaufen ist, immer noch sehr. 6 Wochen vor Schluss habe ich aufgehört, mit einigen da zu spielen. Das Problem war, dass wir auf dem Nicht-Abstiegsplatz waren. Der Trainer wurde entlassen. Und ich bin bis heute noch zu 100% davon überzeugt, dass wir die Klasse gehalten hätten, hätten wir mit dieser Mannschaft weitergespielt. Gewisse Personen in gewissen Positionen haben das nicht zugelassen. Und das ist genau das Problem, wenn solche Personen in so hohen Positionen wiederum tätig sind, aber wenig Ahnung von der Materie haben, dann geht es eigentlich immer nach hinten los. Und so war es in diesem Fall auch. Du hast zwischenzeitlich in den USA gespielt, warst für 2 unterschiedliche College-Mannschaften aktiv. Wo würdest du aus deiner Sicht sagen, sind die Unterschiede zum Fußball, der in Amerika gespielt wird, zu den Unterschieden hier, die in Deutschland herrschen, spezifisch auf Hamburg bezogen? Naja, in Amerika ist es so, die College-Mannschaften bestehen aus Jungs, die sind zwischen 18 und 24. In Hamburg, da spielen auch mal Routiniers mit 35 in der Oberliga Hamburg. Da spielt die Erfahrung eine ganz andere Rolle. Aber in Amerika ist wirklich die Physis und vor allem auch das Tempo ein ganz anderes, als das, was hier gespielt wird. Die pressen 90 Minuten lang. Alle sind topfit. Die sind alle topfit. Ich war noch nie so gut drauf und fit in meinem ganzen Leben. Und es wird halt sehr körperbetont gespielt. Ja, gleichermaßen wird auch trainiert. Das heißt, 2 bis 3 Stunden am Tag sind auf jeden Fall immer drin. Ja, ich habe super geile Erfahrungen gemacht, super geile Erinnerungen im Kopf behalten und ja, damit kann ich gut leben. Yannick, ich danke dir für die Antwort und viel Erfolg beim SC Condor in der neuen Saison. Kein Dach überm Kopf, aber einen schicken Wagen. Mieten Sie unsere Cabrios ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. We'll be right back.